Ich bin hier an der Sportanlage in Leipzig, an der Walzen-Elster. Ich zeige es euch gleich. Ich bin auf einer Schwimmtour und so sieht das hier aus. Da oben rechts haben wir unser Wehr. Dann geht es hier ewig runter und parallel haben wir da drüben das andere Gewässer. Da vorne rechts ist halt das Wehr, da dürfen wir ja nicht angeln direkt am Wehr. Da Hanna ist es halt auch ungeschickt, man stört die Sportler. Aber so hier runterwärts, gerade so eine Spintour, wer Strecke machen will, kann ich die Tour auf jeden Fall empfehlen. Hier runterlaufen, also hier rechts und dann wieder raufwärts links oder andersrum. Da vorne könnt ihr parken, das ist eine gute Strecke zu laufen. Aber ihr könnt auch auf der anderen Seite von dem Gewässer eben, ja, aber auf der anderen Seite, wie ihr seht, kann man nicht zu toll auswerfen. Da ist es auch nicht so schön zum Laufen. Das ist schon hier die gepflegtere Seite, so von der Wiese her. Und dann habt ihr auch immer hier so Pausenplätze, wo ihr ab und zu mal hinhocken könnt und Mittagspause machen könnt. Aber ja, ich fange jetzt hier unten gleich an. Hier am Körbchen. Hab mir ein bisschen Yumi drauf gepackt. Und mal gucken, was die ESOX so heute, ob sie überhaupt Lust haben. Mittagszeit, ich habe noch ein bisschen am Auto rumschrauben müssen heute Morgen. Und ja, wollte aber doch ein bisschen das gute Wetter in dem Sinne ein bisschen genießen. Das mache ich jetzt auch. Und ich muss nicht unbedingt immer was fangen, aber ihr habt hier die Ecke schon mal gesehen. Das ist wirklich sehr schön. Im Sommer natürlich, jetzt haben wir Oktober, im Sommer ist halt hier richtig was los. Da sind die ganzen Kajakfahrer unterwegs. Gerade nicht zu empfehlen ist es halt in der Ferienzeit. Da sind die Leute unterwegs und machen halt hier Sport ohne Ende. Mache ich ja mehr oder weniger auch. Ich habe jetzt meine Tour, da hat er noch, ja, ich sag mal, 300, 400, 500 Meter. Und dann mache ich da nochmal ein paar Würfe auf der anderen Seite. Und dann mache ich schön meinen Spaziergang wieder ans Auto und dann nach Hause. Genau, dann ruft schon, würde ich sagen, das Abendessen. Euch nur, Horedo, passet auf euch auf, bis die Tage. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, tschüss.